FD Remixed, ein Wissenschaftskommunikationsprojekt des BMK. Zielsetzung ist, euch Jugendliche für Forschung, Technologie und Innovation zu begeistern. Mein Name ist Laila Fatih. Ich habe Aeronautical Engineering, also Luftfahrt, in Graz an der FH Joanneum studiert. Ich habe dort meinen Bachelor und meinen Master absolviert 2014. Und mein Arbeitsbereich, jetzt bin ich in der Luftfahrt tätig, bei der Austrocontrol im Bereich Zertifizierung und Lufttüchtigkeit. Ich arbeite teilweise im Büro, derzeit in den Umständen auch viel von zu Hause. Das heißt, ich muss viel lesen, muss mich viel einarbeiten, muss Checklisten ausfüllen und so weiter. Aber teilweise bin ich dann auch an Flugplätzen, direkt bei Firmen, schaue mir Flugzeuge wirklich physisch an, ob alles in Ordnung ist sozusagen. Und teilweise arbeite ich dann auch an internationalen Projekten. Derzeit arbeiten wir mit der europäischen Institution für Luftsicherheit an Projekten auch in Thailand oder auch anderen Teilen der Welt und helfen dort den Behörden, gewisse Dinge besser zu machen oder von unserer Seite her Trainings zu geben. Genau. Ich habe ein paar Forschungsgegenstände mitgebracht. Einerseits haben wir hier ein Flugzeug, den A380. Natürlich in der Luftfahrt sind Flugzeuge sehr wichtig, aber ich beschäftige mich ja mit der Technik hinter den Flugzeugen. Das heißt, hier habe ich noch einen Forschungsgegenstand mitgebracht, der ein sogenannter Honeycomb, ein Material, was derzeit für die Entwicklung von Luftfahrzeugen verwendet wird. Aufgrund der speziellen Eigenschaften einfach ein sehr leichtes Material ist, um somit auch Kerosin zu sparen, um auch ein bisschen der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Das heißt, in meinem Job arbeite ich auch immer mit neuen Technologien, was ist gerade State of the Art. Und hier habe ich dann noch eine Solarzelle dabei, das soll ein bisschen repräsentieren, dass es immer wieder neue Technologien gibt, neue Energiespeichermethoden. Auch in der Luftfahrt wird versucht, die Treibhausgase gering zu halten, die Effizienz zu steigern und auch den Kerosinbedarf zu reduzieren. Studiert habe ich Luftfahrt, den Bachelor in Graz, und habe den Master mich spezialisiert in Aeronautical Engineering. Da konnte man unterscheiden zwischen Management oder Engineering. Warum habe ich studiert? Weil die Luftfahrt wirklich ein Herzensthema von mir ist. Ich fliege privat auch selber. Ich mag Flugzeuge, ich fliege gerne. Deswegen war es klar, dass ich in irgendeiner Form entweder in die Technik oder in die Naturwissenschaft gehen möchte, die in der Luftfahrt, im Thema der Luftfahrt arbeitet. Und da war das Studium natürlich hervorragend. Was ich jungen Frauen oder Mädchen raten würde, die gerne in naturwissenschaftlichen oder technischen Bereichen studieren möchten, tut es. So einfach es klingt, aber man sollte seinem Herzen folgen und wirklich das tun, was einem Spaß macht, weil immerhin das Studium ist eine gewisse Zeit. Ich glaube, man schafft alles, was man sich vornimmt zu schaffen, aber man arbeitet dann natürlich in dem Beruf vielleicht sein ganzes Leben lang oder zumindest einige Jahre. Und das sollte einem schon Spaß machen. Man verbringt wirklich einen Großteil seines Tages im Job und das soll etwas sein, was einem wirklich erfüllt. Also einfach tun. Ich habe viele Praktika sowohl neben der Schule gemacht als auch dann während dem Studium. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich gerne in unterschiedliche Bereiche hineinschnuppern wollte, viel lernen wollte, auch nebenbei wissen wollte, wie funktioniert es im Berufsleben und natürlich auch Geld zu verdienen nebenbei. Und wo ich gemerkt habe, dass ich leichter ein Praktikum bekommen ist im persönlichen Kontakt. Das heißt, ich habe Messen besucht, ich habe Leute angerufen, teilweise bei Firmen, die wir über die FH oder die Uni besucht haben, bin ich ins Gespräch gekommen. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn man wirklich ein Praktikum sucht, sich einen Bereich rauszusuchen, sich zu informieren, welche Firmen arbeiten in diesem Bereich und auch versuchen, persönlichen Kontakt herzustellen. Natürlich ist das während Corona nicht so einfach, aber es gibt auch Messen, die online stattfinden, wo man auch in Kontakt kommen kann mit den Personen, ein bisschen fragen kann, und hat man dann einen persönlichen Kontakt,
ist das alles viel leichter. Also meine Praktika habe ich eigentlich immer durch persönlichen Kontakt gefunden und habe es wirklich zu schätzen gewusst.